Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Katechese. Letztes Mal haben wir über den Schöpfer des Himmels und der Erde gesprochen. Dabei Gott als den Schöpfer, Gott in der Dreifaltigkeit als Schöpfer gesprochen, dann über den Himmel und die Erde, was das überhaupt ist, was alles dazu gehört. Und heute gibt es nochmal zwei ergänzende Aspekte, bevor wir bei der nächsten Katechese in die Bekenntnisformeln des Sohnes gehen. Zunächst einmal zu den zwei ergänzenden Aspekten. Wir sprechen über den Menschen, vor allem aber auch dann im zweiten Aspekt über den Sündenfall, der die ganze Schöpfung verändert hat. Zunächst einmal zu dem Menschen als besondere Form der Schöpfung. In Genesis 1, 27 wird das erste Mal darüber in der Bibel geschrieben und da heißt es, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch nimmt eine einzigartige Stellung in der Schöpfung ein. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, dass von Schöpfungstag zu Schöpfungstag immer wichtigere Dinge geschaffen wurden und am letzten Schöpfungstag, dem 6., wurde der Mensch dann geschaffen. Und hier heißt es jetzt vor allem, als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat den Menschen als Mann oder als Frau geschaffen. Also einerseits schafft Gott den Menschen mit zwei verschiedenen, also entweder als Mann oder als Frau, Zweigeschlechtlichkeit. Zweitens schöpft Gott den Menschen als sein Abbild. Der Mensch ist Abbild Gottes. Das sehen wir schon allein daran, dass eben in dem Menschen die geistige und die materielle Welt sich vereinen. Konkret gesagt, wir Menschen haben eine sterbliche Hülle, das ist der Körper, und in uns drin ist die unsterbliche Seele. Das ist ein Teil der geistigen Welt. Der Katechismus spricht darüber, dass der Mensch gerade dadurch, dass er Abbild Gottes ist, sich von allen anderen Geschöpfen unterscheidet. Der Mensch ist fähig, seinen Schöpfer zu erkennen und zu lieben, weil er eben auch mit einem freien Willen geschaffen wurde und man nur durch einen freien Willen liebesfähig ist. Er allein ist berufen, in Erkenntnis und Liebe am Leben Gottes teilzuhaben. Die Liebe ist eben ein Willensakt und die Erkenntnis ist ein kognitiver Akt, hat also mit der Vernunft des Menschen zu tun. Kein Wesen hat so ein komplexes, ist so ein komplexes, vernunftbegabtes Wesen wie der Mensch. Der Mensch hat eben diese besondere Würde und ist deshalb eine Person. Er ist eine Person, er ist jemand, nicht etwas, sagt der Katechismus. Gott hat alles für den Menschen geschaffen. Aber der Mensch selbst ist erschaffen worden, um Gott zu dienen, ihn zu lieben und ihm die ganze Schöpfung darzubringen. Diese drei Punkte werden hier genannt. Die Schöpfung ist auch wieder dazu da, ist ein Geschenk Gottes und wird an Gott auch zurückgegeben. Der Mensch ist einzigartig. Es gibt keine zwei Menschen auf dieser Welt, die gleich sind. Selbst eineiige Zwillinge, die dasselbe genetische Gut, also dasselbe Erbgut haben, sind doch ganz unterschiedlich. Jeder hat einen eigenen Charakter. Und es gibt keinen Menschen, der genauso ist wie der andere. Und doch sind wir alle Menschen vereint zu einem Menschengeschlecht, wie es auch heißt im Katechismus. Wir sind dadurch in einer Solidargemeinschaft, weil wir alle Menschen sind. Wir sind alle von der Würde her vor Gott gleich. Also trotz dieser Vielfalt gibt es doch etwas, das uns alle zu einer Gemeinschaft vereint. Und das ist diese Gottesebenbildlichkeit. Das Besondere am Menschen ist ja, dass er im Gegensatz zu Engeln zum Beispiel, die auch einen freien Willen haben und eine Vernunft haben, auch einen Körper haben. Engel dagegen sind nur Geistwesen. Im zweiten Schöpfungsbericht, in Genesis 2, im Vers 7 wird beschrieben, wie Geist und Leib miteinander verbunden werden. Und zwar heißt es da dann, da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Das ist ein interessanter Punkt
und ist vielleicht sogar auch ein Argument gegen leibfeindliche Strömungen. Denn die christliche Lehre ist keineswegs leibfeindlich. Gott hat den Menschen ganz gewollt, mit Leib und Seele. Der Leib ist nicht etwas Schändliches oder weniger wert, sondern Gott hat den Menschen aus Ackerboden geformt. Deshalb hat er den Menschen auch Adam genannt. Adam, das kommt von dem Wort Adama. Das ist die Erde, der Ackerboden sozusagen, aus dem er geformt worden ist. Wenn wir in die Bibel schauen, dann wird diese unsterbliche Seele oft als das Leben des Menschen bezeichnet. Also sobald die Seele nicht mehr im Körper ist, ist der Mensch tot. Die Seele ist das, was den Menschen lebendig macht. Es ist auf jeden Fall so, dass die Bibel ein ganzheitliches Menschenbild vertritt. Das bedeutet, der Mensch hat nicht einen Leib und hat nicht eine Seele, sondern er ist Leib und er ist Seele. Also das sind nicht irgendwie so getrennte Dimensionen, die irgendwie so im Menschen so zusammengepackt wurden. Der Mensch ist ganz Leib und auch ganz Seele. Die Seele ist aber auch das Innerste des Menschen, was man auch oft metaphorisch als das Herz des Menschen bezeichnet, vor allem in den Psalmen. Herz ist natürlich nicht jetzt unser Herz gemeint, das eben schlägt, dieser Herzmuskel, sondern das ist metaphorisch gemeint. Denn das Herz ist eben dafür zuständig, dass ich am Leben bleibe. Es wird auch oft gesagt, dass die Seele das Wertvollste am Menschen ist, weil die Seele unsterblich ist. Das ist das, was eben nach dem Tod noch weiterlebt, auch wenn der Körper dann abstirbt und verwest. Also mit Seele ist nach biblischem Verständnis das geistige Lebensprinzip des Menschen gemeint. Der Leib ist auch Teil von dieser besonderen Würde. Er ist nicht etwas Schändliches oder Unreines, sondern ist auch mit hineingenommen. Der ganze Mensch ist in seiner Würde ganz besonders. Der Leib ist sozusagen wie das Gebäude, wie ein Tempel oder wie in unserem christlichen Sprachgebrauch jetzt vielleicht eine Kirche. Und in diese Kirche muss der Geist Gottes natürlich erstmal kommen. Und zwar durch das Allerheiligste. Und so ist es eben, dass wir auch wie eine Hülle sind, in der immer jemand wohnt. Entweder werden wir selber dadurch zum Haus Gottes oder zum Haus des anderen, also des Teufels. Deshalb sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, oder auch im 15. Kapitel, ihr seid, euer Leib sei der Tempel des Heiligen Geistes. Man muss diesen Tempel reinhalten. Und dies geschieht auch durch eine bestimmte Haltung des Äußeren, nach außen hin, also des Körpers. Ich habe letztes Mal schon darüber gesprochen, dass Gott den Menschen zutraut, an seinem Schöpfungswirken und an seinem Wirken mitzuwirken. Und ich hatte auch darüber gesprochen, dass Mann und Frau als Paar am Schöpfungswirken teilhaben, wenn sie nämlich bereit sind, ein Kind zu empfangen. Es ist aber so, dass die Seele des Menschen direkt von Gott geschaffen ist. Das bedeutet nämlich dann nicht, dass eben die Eltern die Seele hervorbringen. Gott schafft die Seele unmittelbar, weil sie eben gerade das ausmacht, was den Menschen als Abbild Gottes auszeichnet. Die Seele stirbt nicht. Sie trennt sich beim Tod des Menschen vom Leib und wird bei der Auferstehung, wir hoffen, also wir sagen am Ende des Glaubensbekenntnisses, dass wir an die Auferstehung der Toten glauben. Gemeint ist eine Auferstehung mit Leib und Seele, sodass wir also glauben, dass die Seele, die sich im Tod getrennt hat von dem Leib, mit dem Leib eines Tages wieder vereint wird. So wie eben Jesus mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren ist und auch Mutter Gottes. Manchmal spricht man von zwei verschiedenen Dimensionen im Menschen, wenn wir Seele und Geist sagen. Der heilige Paulus betet zum Beispiel, Gott heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid. Im 1. Thessalonicher Brief 5,23. Der Geist ist nicht ganz zu unterscheiden von der Seele.
Es ist einfach die Dimension, die wir Vernunft nennen oder Verstand, und ist eben auch Teil dieser nicht materiellen Welt. Die geistliche Tradition der Kirche legt auch Wert auf das Herz im biblischen Sinn als den Wesensgrund, das Innere. Das Herz ist nach biblischem Verständnis der Ort, an dem eine Willensentscheidung stattfindet, also das Willensorgan des Menschen. Man entscheidet sich im Herzen für Gott oder gegen Gott und damit auch für einen Menschen oder gegen einen Menschen. Das Ganze passiert also im Herz. Wir müssen uns das so vorstellen, metaphorisch, dass der Verstand sozusagen der Kopf ist und dann gibt es die Triebe sozusagen, das ist der Bauch. Und das Herz ist sozusagen dazwischen und muss beides miteinander vereinen. Und erst nach einer persönlichen Erwägung trifft man dann die Entscheidung. Die zweite Sache, die ausgesagt wird in Genesis 1, ist ja, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Gott möchte zwei verschiedene Geschlechter, die sich einander ergänzen, die also beide unterschiedliche Eigenschaften haben, Wesenseigenschaften, schon von Natur aus einfach ganz anders angelegt sind, sodass sie sich eben ergänzen. Und in dieser Ergänzung von beidem wird die Abbildhaftigkeit Gottes ganz besonders stark, weil Gott typisch weibliche und typisch männliche Eigenschaften in sich vereint. Und er verteilt dies einfach unterschiedlich auf den Mann und auf die Frau. Und das ist ganz extra so gewollt, weil, das habe ich auch schon in der letzten Katechese gesagt, der Mensch nicht für sich allein geschaffen ist, sondern füreinander, in Abhängigkeit zu den anderen Menschen. Wir sind darauf ausgelegt, zusammenzuleben. Mann sein und Frau sein sind etwas Gottgewolltes. Diese typischen Eigenschaften, die man so hat, die irgendwie alle Frauen miteinander verbindet, so natürlich gibt es immer auch unterschiedliche Akzente und bei manchen Frauen sind bestimmte Eigenschaften stärker noch herausgebildet als bei anderen. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber so die Tendenz ist da, das ist typisch für eine Frau, also gerade bei Müttern dann auch so diese Muttergefühle, dieser Mutterinstinkt, also diese Ahnung, Intuition, dass irgendwas Gutes oder etwas, gerade bei etwas Schlechtem, das spüren dann die Frauen zum Beispiel eher. Dafür haben Männer ganz andere Vorzüge. Und da kann man auch merken, es gibt eben Tendenzen, die typisch die für Männer sind, die irgendwie alle Männer haben, ob sie wollen oder nicht. Es ist einfach ganz tief in ihnen drin. Gerade auch in der Verbindung von beidem, in der Ergänzung von beidem, zeigen wir, wie Gott ist. Gott ist keineswegs anthropomorph. Das bedeutet also keineswegs so, wie wir Menschen uns das mit unseren menschlichen Bildern vorstellen. Also Gott ist nicht der Opa mit dem langen Bart und den langen weißen Haaren, sondern Gott ist ganz anders. Er hat kein Geschlecht. Also Gott ist weder Mann noch Frau. Gott ist auch nicht materiell. Gott ist reiner Geist. Und es gibt keinen Geschlechtsunterschied bei irgendwas Geistigem. Und wenn wir in der Bibel schauen, wie Gott gezeichnet wird, also wie seine Charakteristika sind, dann können wir Züge einer Mutter, aber auch eines Vaters oder auch eines Bräutigams in Gott sehen. Zum Beispiel, was typisch mütterlich ist, was Gott zugeschrieben wird, ist in Jesaja 49 zu lesen oder auch in Jesaja 66. Oder auch in den Psalmen, zum Beispiel in Psalm 131 wird Gott mit den typischen Eigenschaften einer Mutter beschrieben. Und als gütiger Vater oder barmherziger Vater, das sehen wir natürlich auch schon längst im Alten Testament. Zum Beispiel in Hosea 11, da ist Gott, glaube ich, als Gatte also beschrieben. Und in Jeremia 3 als Vater. Also sind auch Mann und Frau füreinander gewollt. Das Wort Gottes, also die Bibel, gibt uns da verschiedene Schriften an. Zum Beispiel gleich im zweiten Schöpfungsbericht in Genesis 2,18 heißt es: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und dann heißt es weiter: keines der Tiere stellt
Adam eine richtige Hilfe dar und also er sieht da kein Gegenüber drin. Und dann schließlich nimmt Gott eine Rippe aus Adam und macht daraus die Frau, Eva, und führt Eva ihm zu. Und dann gehen Adam die Augen auf und er sagt, ha, endlich, das ist endlich, wonach ich gesucht habe. Und er sagt dann in 2,23, das endlich ist Bein von meinem Bein. Mit Bein ist natürlich das alte Wort Bein gemeint, das Knochen bedeutet. Und Fleisch von meinem Fleisch. Also der Mann entdeckt in der Frau sozusagen ein anderes Ich, ein Mitmenschen. Das ist so der erste Moment, wo der Mensch plötzlich merkt, jetzt kann ich endlich Mensch sein. Weil ich jetzt nicht mehr, ich bin ja gar nicht für mich allein geschaffen, sondern für andere Menschen. Und hier sehe ich plötzlich wieder einen Menschen. Endlich. Also Mann und Frau sind füreinander geschaffen. Das ist der Wille Gottes. Also sie sind natürlich trotzdem ein ganzer Mensch. Eine ganze Person, eine eigene Persönlichkeit. Diese Individualität geht natürlich dadurch nicht verloren und widerspricht diesem Gedanken des Füreinanderlebens nicht. Und das, was da beschrieben wird in den Schöpfungsberichten, auch dass Gott sagt, seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert die ganze Erde und auch der Schöpfungsauftrag und so weiter, das ist eigentlich schon die Institution der Ehe. Gott möchte die Menschen, also Mann und Frau, so eng miteinander verbinden, dass sie ein Fleisch bilden. Also quasi eine Gemeinschaft, eine Einheit bilden. Nicht nur körperlich, sondern auch also mit allem drum und dran. Also auch mit Geist und mit Seele. Weil der Mensch, wie gesagt, nach biblischem Verständnis nicht aus verschiedenen Dimensionen besteht oder diese irgendwie besitzt, sondern er ist ganz Leib, ganz Seele und ganz Geist. Und wenn Gott eben zu ihnen sagt, ich vertraue euch die Welt an, herrscht über die Erde, dann möchte er, dass wir Verantwortung über die Schöpfung übernehmen, und zwar als treue Verwalter und nicht indem wir die Erde ausplündern. In dem Sinne, wie es im Buch der Weisheit 11, 24 heißt, der alles, was ist, liebt. Wir sollen auf die Schöpfung aufpassen, wie der Schöpfer, der alles, was da ist, liebt. Wir sollen die Schöpfung lieben und dementsprechend auch liebevoll damit umgehen. Der Mensch lebt im Paradies. Gott hat ihm alles zur Verfügung gestellt und er darf sich allem bedienen. Er darf sich ganz beschenken lassen. Die Kirche lehrt von Anfang an, dass Adam und Eva in einem Stand der Heiligkeit und Gerechtigkeit gelebt haben. Sie waren also ganz anders als die Menschen heute. Man kann sich das so vorstellen, die Gnade war auch irgendwie etwas Sichtbares an den Menschen. Sie waren so davon durchleuchtet, von innen nach außen. Sie brauchten keine Kleidung, weil die Gnade wie ein ganz helles Licht sie angezogen hat. Und dieses Licht hat sie ganz umgeben. Sie waren ganz strahlend hell, rein und heilig. Und dadurch hatten sie eine besondere Teilhabe am göttlichen Leben. Weiterhin lehrt die Kirche, auch gemäß des zweiten und dritten Kapitels in Genesis, dass solange der Mensch in dieser engen Verbindung mit Gott blieb, nicht sterben musste und auch nicht leiden musste. Und diese innere Harmonie, erstens zu Gott, aber auch die Harmonie von Mann und Frau und auch die Harmonie zwischen den Menschen und der ganzen Schöpfung war wunderbar und ohne Probleme. Und man nennt diesen Zustand auch die sogenannte Urgerechtigkeit. Die erste Herrschaft, die der Mensch eigentlich innehat, war nicht die über die Schöpfung, sondern in erster Linie über sich selbst. Also er hatte sich selber sozusagen unter Kontrolle. Da war noch nicht diese Zerbrochenheit, die die Menschen heutzutage in sich selber spüren. Dadurch, dass der Mensch innerlich ganz eins mit sich war, war er selbst Herr über sich selbst. Den Menschen fiel es auch nicht schwer, den Garten, in den er eingesetzt wurde, den Garten Eden, zu hegen und zu pflegen. Das war nämlich auch die Aufgabe, die Gott dem Menschen aufgetragen hat. Und diese Urgerechtigkeit ging durch die Ursünde verloren. Also kommen wir jetzt zum Thema Sündenfall. Das ist der nächste ergänzende Artikel, über den wir heute auch noch sprechen möchten.
Gott und alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nur gut. Aber wir merken, dass in der Welt leider auch Leiden vorkommen und wir Menschen auch sterben. Wir erfahren Ungerechtigkeit, wir merken an uns selber, dass wir Dinge tun, die wir gar nicht wollen. Und das, was wir wollen, das können wir manchmal gar nicht tun. Es ist wie ein innerer Schweinehund, der uns daran hindert, das zu tun, was wir uns eigentlich vornehmen. Das entspricht alles nicht dieser Urgerechtigkeit. Wir merken, dass diese Urgerechtigkeit, von der in Genesis die Rede ist, schon längst nicht mehr gegeben ist. Und jetzt eben die Frage, woher kommt das denn? Warum, wie ist das passiert? Alles begann dadurch, dass der Mensch eben das erste Mal sich gegen Gott entschieden hat. Das nennen wir Sünde, indem wir eben Nein zu der Liebe Gottes sagen. Adam und Eva haben Gott nicht gehorcht. Er sagte, ihr dürft von allen Früchten des Gartens essen, aber von dem sollt ihr nicht essen. Und sie hatten ja eigentlich genug Auswahl, aber sie haben sich von der Schlange verführen lassen. Sie hat erstens Misstrauen gesät und das Problem ist, dass dies eben schwerwiegende Konsequenzen für die ganze Schöpfung hat bis heute und auch bei den Menschen bis heute. Dass wir bis heute darunter leiden, nennt sich Erbsünde. Wir merken, dass also im Ungehorsam gegenüber Gott seitdem ja die Gemeinschaft mit sich in sich selbst, die Einheit zerbrochen ist, die Einheit zwischen Adam und Eva, also zwischen Mann und Frau zerbrochen ist, die Einheit zwischen Menschen allgemein, die Einheit zur Schöpfung, alles ist zerbrochen mit diesem einen Mal. Adam und Eva werden aus dem Garten Eden verbannt und sie müssen von da an schwer arbeiten. Unter dem Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, heißt es dann. Zu Adam, der also dann schwer arbeiten muss, um zu überleben. Unter Schmerzen wirst du Kinder gebären, heißt es dann über Eva. Also Leiden, Schmerz, Krankheit, schwere Arbeit, Ungerechtigkeit und dann natürlich die ganze Palette an Sünden, die es gibt, sind von dem Zeitpunkt an im Alten Testament und dann natürlich auch bis zum Neuen Testament zu lesen. Also die erste Konsequenz, die wir da lesen können, ist wie Kain und Abel, also die beiden Söhne von Adam und Eva, davon betroffen sind, von dieser Erbsünde, und zwar von den Folgen, die Konsequenzen dieser einen Ursünde spüren die beiden daran an sich. Und zwar ist Kain eifersüchtig auf Abel, der bei Gott mehr Gefallen findet, bei seinem Opfer. Und in ihm ist jetzt diese Neigung zum Bösen. Das heißt, hier wird das erste Mal eine Versuchung geschildert. Also die erste Versuchung nach Adam und Eva natürlich. Und Gott spricht noch zu ihm. Gib der Versuchung keinen Raum. Du musst Herr über sie sein. Und da lesen wir dann, wie Kain in sich selber schon keine Einheit mehr hat. Er herrscht nicht mehr über sich selbst. Diese Gefühle der Eifersucht übermannen ihn, sodass er dann seinen Bruder erschlägt. Das ist so die erste Erzählung, die diese Konsequenz beschreibt. Und das zieht sich dann durch die Generationen hindurch bis heute. Jeder von uns hat die Neigung zum Bösen. Ich habe ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass Gott die sichtbare und die unsichtbare Welt geschaffen hat. Und im Katechismus steht auch, dass bevor in dieser sichtbaren Welt die erste Sünde begangen wurde, schon in der geistigen, in der unsichtbaren Welt die Entscheidung gegen Gott gefallen ist. Und zwar ist da schon, und das ist noch vorher passiert. Und das ist wichtig, weil dadurch wir erst verstehen, warum die Schlange da überhaupt zu Eva geht und sagt, hat Gott wirklich gesagt. So, ne? Wir haben ja letztes Mal schon gehört, dass es auch die Engel gibt. Und die Engel sind Geistwesen mit einem freien Willen auch. Und mit der Vernunft. Sie sind auch mit der Vernunft ausgestattet. Und diese sind ja auch dazu geschaffen, um Gott zu lieben, diese Liebe zu erweisen. Das geht nur mit einem freien Willen und da ist natürlich auch das Risiko gegeben, dass diese Engel sich gegen Gott entscheiden. Und das ist leider passiert. Wir kennen einen bestimmten Engel. Sein Name sagt sogar aus, dass er ein heller Lichtträger war. Und das ist Luzifer.
Luzifer war sozusagen der hellste Engel von allen, der sich aber gegen Gott entschieden hat. Er hat sich gegen den Willen Gottes entschieden und mit ihm viele weitere Engel. In der Schrift, in der Heiligen Schrift wird auch an mehreren Stellen dieses Ereignis angedeutet, wie der Erzengel Michael diese gefallenen Engel, heißt es dann, aus dem Himmel verbannt. Gott sagte so, hier ist kein Platz für die Sünde, hier kann nur das Heilige hin, das Reine, hier ist nur Platz für die Liebe. Auf diese Weise sind die einst guten Engel, die geschaffen wurden, um Gott zu dienen, zu gefallenen Engeln geworden, die Gott nicht mehr schauen können, die ewig verbannt sind aus dem Himmel. Sie können Gott nicht mehr schauen und leiden also auf ganz schlimme Art und Weise. Das ist, was wir Dämonen nennen oder auch Teufel. Die Kirche lehrt, dass es die Teufel gibt. Und das ist wichtig als Hintergrundinformation, warum dann die Schlange zu Eva kommen kann und bei ihr Misstrauen säen kann. Nach Lehre der katholischen Kirche hat nämlich der Teufel, oder also hat Satan, wie er auch genannt wird, die Freiheit, auf der Erde für Tumult zu sorgen. Die Heilige Schrift spricht zum Beispiel im 2. Petrusbrief 2,4 von einer Sünde der gefallenen Engel. Und dieser Sündenfall besteht darin, dass sie sich aus freiem Willen gegen Gott und sein Reich entschieden haben. Und diese Rebellion, die es schon in der unsichtbaren Welt gab, die setzt sich jetzt auf Erden fort. Das ist wichtig zu wissen. Und deshalb sagt auch die Schlange zu Eva, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr von dieser Frucht esst. Luzifer wollte sein wie Gott. Das ist Hochmut. Also das Gegenteil von Demut ist Hochmut, also sowas wie Stolz. Er wollte selber sein wie Gott. Und hat das ging nicht. Gott hat ihn verbannt aus dem Himmel. Und jetzt versucht er, den Menschen zu instrumentalisieren, um genau das jetzt auch wieder umzusetzen. Also indem er eben in den Menschen diese Versuchung einpflanzt, du kannst sein wie Gott. Also diesen Größenwahn irgendwo auch. Also ist die Ursünde im Grunde Stolz. In 1. Johannesbrief 3,8 heißt es auch, der Teufel ist Sünder von Anfang an. Und in Johannes 8,44 wird gesagt über den Teufel, er ist der Vater der Lüge. Im Johannesevangelium heißt es auch, dass er, also der Teufel, der Mörder von Anfang an ist, weil er ja den Tod bringen will. Und zwar den Tod der Seele. Biblisch ist damit immer gemeint, dass man nicht in den Himmel kann. Er will die Seelen von Gott wegziehen. Er hat sogar versucht, Jesus von seiner Sendung abzubringen. Wir lesen ja zum Beispiel im Matthäus-Evangelium im 4. Kapitel 1 bis 11, wie er dreimal versucht, Jesus in der Wüste zu versuchen. Aber Jesus lässt sich nicht verführen, denn er ist ohne diese Folge der Erbsünde, also diese Neigung des Menschen zum Bösen, gezeugt worden. Jesus hat diese Neigung nicht, er ist frei davon. Wir alle sind aber nicht frei davon. Wir neigen alle dazu, böse Dinge zu tun. Jeder hat so sogar seine besonderen Schwächen, die ihn einzigartig machen auf eine negative Art und Weise. Jeder hat seine eigenen schlechten Eigenschaften, also bestimmte Sünden, zu denen er eher neigt. Und wir können alle nichts dafür. Wir müssen deshalb nicht zugrunde gehen. Jesus ist für uns gestorben, um uns von dieser Erbsünde zu befreien, dass wir die Chance haben, in den Himmel zu kommen. Das Problem ist, dass wir aber von den Folgen der Erbsünde nicht frei sind. Deshalb sündigen wir trotzdem noch und haben diese Neigung zu bestimmten Sünden. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Bei der ersten Sünde ist das Gottvertrauen gestorben, der Missbrauch der Freiheit in den Menschen gekommen. Also der Mensch herrscht nicht mehr über sich selbst, weil er selber irgendwie in sich Unordnung gebracht hat. Und der Ungehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Diese Dinge verfolgen uns bis heute. Auch die Einheit zwischen Mann und Frau ist gestört. Oft versteht man als Mann die Frau nicht und als Frau den Mann nicht. In der Heiligen Schrift heißt es auch, dass wir alle von dieser ersten Sünde betroffen sind. Paulus sagt zum Beispiel im Römerbrief in Kapitel 5, 19,
die vielen, also alle Menschen, sind zu Sündern geworden. Durch den Ungehorsam des einen Menschen. Und durch einen Menschen, einen einzigen Menschen, kam die Sünde in die Welt. Und durch die Sünde der Tod. Dadurch müssen wir Menschen leiden, krank werden und wir sterben. Aber das Schöne ist, wie durch einen einzigen Menschen diese Zerbrochenheit in die Welt kam, ist auch durch einen einzigen Menschen das Heil in die Welt gekommen. Und zwar durch Jesus. Deshalb nennen wir ihn auch den neuen Adam. Die Lehre der Erbsünde ist vor allem im 5. Jahrhundert dann geklärt worden. Also Augustinus hat da einen großen Einfluss. Vor allem eben im Kampf gegen die pelagianischen Gedanken. Und im 16. Jahrhundert ist das Ganze dann auch im Widerstand gegen die Reformation nochmal verstärkt worden. Pelagius hat nämlich gesagt, dass der Mensch allein schon durch die natürliche Kraft seines Willens, seines freien Willens, also ohne die Gnade Gottes, ein guter Mensch sein zu können und auch sittlich gut zu leben. Augustinus sagt, nein, seit dem Sündenfall ist das nicht mehr so. Seitdem brauchen wir die Gnade Gottes, um gerecht zu sein. Also alleine schaffen wir das nicht. Wir können mit unserer eigenen Kraft es nicht perfekt machen. Eben durch diese innere Neigung, die in jedem Menschen drin ist. Dadurch, dass der Mensch nicht mehr Herr über sich selbst ist. Dass der Mensch verführt werden kann von den dämonischen Mächten, die er selber in die Welt hineinlässt, in sich selbst auch hineinlässt, ist der Mensch in einem Kampf. Es ist immer wieder ein täglicher Kampf. Und zwar ein geistiger Kampf. Ein Kampf, den wir gar nicht sehen. All die Kämpfe, die wir hier in dieser Welt sehen, sind erst Konsequenz dieses eigentlich geistigen Kampfes. Der Mensch kämpft laut Katechismus gegen sich selbst, gegen seine eigenen schlechten Neigungen, gegen den Teufel, der einen verführt und genau weiß, welche Knöpfe er bei einem drücken soll, und gegen die Welt, die nämlich mit ihren weltlichen Anschauungen gegen Gott in diesem Ungehorsam wirkt. Aber wir wissen, dass die Macht dieser ganzen bösen Mächte nicht ewig sind und dass die auch nur begrenzt sind und Gott ist stärker. Und am Ende wird Gott siegen. Weil Jesus auch für uns gestorben ist, sind wir erlöst. Und wenn wir uns immer der Barmherzigkeit und Gnade Gottes anvertrauen, dann werden wir zu ihm gehören und diese Gemeinschaft wieder haben, wie sie von Anfang an eigentlich auch gedacht war. Ich hoffe, diese Katechese war erkenntnisreich, auch wenn ich die ganze Erbsündenlehre jetzt in sehr, sehr knapper Form darlegen konnte nur. Aber zunächst einmal ganz grundsätzlich die ersten Informationen dazu. Wie gesagt, werden wir in den nächsten Teilen über die christologischen Bekenntnisformeln sprechen, also geht es um Jesus. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch Gottes reichen Segen. Seid behütet und beschützt.